Rennen? Natürlich. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg auf den Wolfenbahn. Deine Lieblingsauffahrt. Oh Gott. Ich sag jetzt mal, ich mach das nie mehr wieder. Heute bin ich schon wieder da. Ja, gleich schon der 20. Ja. Wieder aufgefahren. Oh, ist geil, aber die Auffahrt ist einfach also, mein Geschmack. Die Auffahrt, wenn wir jetzt sagen, wir starten immer vom Brenner. Fast mal unten als durch Militärstraße, wenn man hinter der Wicke das ist. Und es geht am Anfang recht gut auf. Noch. Ja, und dann keine Gnade der Wade hast, Spada. Also da jedes Zahnl, was hinten mehr umhabt zum Radl vom Kretter. Ja, und halt so eine Stange, also das macht sich dann nicht einfach. Das sind gefühlt dann schon so autogroße Stange. 60. Genau. Für uns geht es dann auf den Gipfel und diesmal fahren wir nicht klassisch vorne oder hinten noch, sondern überschreiten in Richtung Europahütten. Das habe ich noch nie gemacht, weil es im letzten Jahr machen, weil es wieder nicht mehr passt. Von dann auch aus Fitschertal zurück auf Sterzing. Wenn es da haben wir ein Kaffee gönnen und dann rollen wir gemütlich zurück auf den Brenner wieder. Genau. Da seht ihr noch ein paar so alte Mauern und das teilste Weg. Wenn wir da jetzt sind, ich rall so gemütlich, gell, die erste Viertelstunde. Denkt man sich, ja, das geht ja ganz grübig auf wieder. Aber das herrscht bei der Alm gleich einmal auf und dann hat man eigentlich nur noch einen Gang drin und das ist hinten das größte Kanzel und vorne das kleinste. Die Wicke leidet sehr, als nicht wegen einem Panorama hoffe und wegen dem Wetter, sondern die Auffahrt. Auf Sieche, auf Flatschich ist das echt ein bisschen eine grobe Partie, es ist halt schlapp. Ja, das ist echt schwer. Aber die Wicke kriegt jetzt nochmal ein E-Bike Freipass und darf da mit E-Bike einmal auffahren. Ja. Genau, wir sind jetzt oben Richtung Blick Richtung Flatschspitz und warte mit meinem Radl am Tornspitz und Rollspitz hinten raus. Ja, die sieht man ganz nah. Genau, da ist das Fitschertal, da ist so ein Dunst noch drinnen. Und da, der Wickhaus ist der Brenner und die ganze Stube her. Also echt volle Skidaufer. Ja, bei uns geht es jetzt da noch auf. Das schaut natürlich auf einen Weitwinkel mit 3 mm, weil bei der GoPro nicht dramatisch auf. Also Gipfel ist da oben, oder in so einem Ziel am Gipfel. Geht es eh noch relativ gut zum Fahren bis zur Lawinenverbauung und nach und werden wir dann über die Scherben tragen. Dazwischen geht es ein bisschen. Dann tragen wir dann noch ein paar Sachen. So, wir sind jetzt in den Aufstieg. Jetzt geht es auf den Gipfel zu. Ich darf jetzt ertragen. Jetzt ist das Weg auf. Da oben ist schon so ein Ziel einmal für heute. Geht ganz gut, oder? Genau. Was da der Hammer ist, ist, dass man da wirklich ein gewaltiges Panorama hat. Auf die Zillertäuer da hinten noch. Und da das ganze Pflersch. Fitschertäuer raus. So, es ist wirklich krass, was da mal gebaut worden ist. Das sind so Überbleibsel vom Vallo Alpino noch. Aber dann und wann hat halt doch die Natur gesiegt und sind halt doch auch so Platten eingebrochen. Aber das geht dann ganz gut auf ein Aufsteigen. Aber schon interessant, wie flach die abgebrochen sind, oder? Du kannst einen Tisch draus machen. Für daheim. Oh, die waren wir jetzt auch schwarz mal nehmen. Staubblätter. Da ist halt wieder dieser Pionierweg, wo es echt eine gute Breite hat. Ja, der Wahnsinnsausblick auf die Alpenmasse. So, da, die letzten Meter. Ich habe leider auch noch nie bei schönem Wetter gehabt. Ich habe auch noch im Nebel einmal gehabt. Da hat es komplett zugezogen. Und einmal meine Winterbefahrung im Alleingang. Und. Oh, Wahnsinn. Hammer. So, wir haben unsere traditionelle Gipfelhausen gefangen. Ja. Die kriegt Karotten. Der Keil. Der Keil. Hier gibt es noch gar nichts. Wow. Gibt es noch einen Schöpfer? Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Wie krass eigentlich das. Ist, wenn das sichtbar ist. Da haben sie gerade gesagt, es ist echt wie Frankreich, weißt du? Das macht da keinen Unterschied mehr. Ja. Vor allem, wenn man in die Stube schaut und so. Ja, das ist ein Weg. Ja. Okay, ciao.
Und ein paar Gamsperlen, aber geschmeidig kommen.
das passiert, wenn man zu einem Vordermann ist und der Vordermann solche Steine muss umschwimmen. Der ist mir eigentlich geholt durch das Vorderradl.
dass ich frage, wie man vom Fitschertal wieder am Brenner kommt. Wer sieht das jetzt? Zugdrehen hast. Ja. Das ist echt eine tolle Asphaltstrecke und landschaftlich fein. Ist jetzt auch schon sächsische Nacht. Und ja, wir drehen einfach so dahin, oder? Bamsti. Nach 2000 Höhenmeter und 55 Kilometer sind wir wieder beim Auto. Mit unserer Radl. War lang, aber wirklich toll. Also mir hat die Variante am besten Tag von Wolfendorn, die Überschreitung. Ist richtig lang, ist technisch, cool alles und ja, gute episch, Eindrücke. War richtig episch, genau. Halt, ja. Voll geil. Also das nächste Mal im Brenner nicht nur drüber fahren, sondern die fahren, mit dem Radl drüber, wieder zurück. Leider hat unser Stammcafé zu, mit dem Brennerhaus. Mhm. Ja, aber ist es auch zu empfehlen? Ja. Ja, richtig gut. Im besten Äpfelstrudel. Was da haben wir? Strudel, die Mille. Ja. Wir haben in Sterzing etwas getrunken und gegessen, hat gut gepasst. Ja. Packen wir unsere Radl zusammen und fahren heim. Ja. Danke fürs dabei sein. Wenn ihr wollt, Daumen nach oben. Gerne Kommentare da lassen, was besser zu machen ist. Von uns, von allen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.